Hallöchen Leute, willkommen zurück. Wir sind noch immer dabei, dieses Auto zu zerlegen. Schauen wir mal, ob wir irgendwas reparieren können. Querlenker können wir reparieren. So, was braucht man neu? Was ist denn das alles? Nee. Stoßdämpfer braucht man neu. Ach du. Aha. So, wir brauchen neu. Stoßdämpfer. Offroad? Nein, Stoßdämpfer hinten brauchen wir einen. Dann brauchen wir eine Aufhängungsfeder hinten. Dann brauchen wir eine Gummimuffe. So, und jetzt wird spannend. Luftfilter habe ich schon getauscht. Auspuff Hinterteil brauchen wir. Schalldämpfer Mittelteil und Auspuff Mittelteil. Auspuff Hinterteil war das. So, meine Stimme verlässt mich jetzt langsam. Auspuff Hinterteil, Auspuff Mittelteil und Schalldämpfer Mittelteil. Ich hätte vielleicht schauen sollen, ob wir irgendwas gebraucht kriegen. Naja, egal. Jetzt ist schon spät. Jetzt habe ich schon gekauft. Ich meine, die Beschreibung hätte auch lauten können, bauen Sie mir ein komplett neues Auto zu. Von der Arbeit her wäre das ungefähr das gleiche gewesen. Wieso kann ich jetzt... Hallo? Also, ich war nur zu weit weg. So, auspufftechnisch sollte man dann auch mal fertig sein. Vielleicht noch der Endtopf. So. Gut. Habe jetzt noch irgendwas im Inventar. Ah ja, die Gummimuffe, die fehlt noch. So. Aufhängungstechnisch, Fahrgestelltechnisch sind wir hinten fertig. Bremserei ist okay. Ja, das heißt, wir müssen vorne noch das Fahrwerk reparieren und Öl nachfüllen. Dann sollte man eigentlich komplett sein. Falls wir nicht irgendwas übersehen haben. Ist ja nicht so. Aber wenn ich schon da bin, werden wir mal Öl nachfüllen. Weil das haben wir ja gewechselt. Ein bisschen zu wenig noch. Super Motoröl 10W30. Oh, das war fast zu viel, aber passt. So, dann montieren wir da mal das Rad ab. Der hat ein Rad ab. Bremse vorne rechts. Hinüber komplett. Sattel und Bremsbeläge. Gut, wir brauchen dann noch eine Feder vorne. Die können wir dann gleich kaufen. Beim Sattel können wir reparieren, auch wenn das ein sicherheitsrelevanter Teil ist eigentlich, den ich ungern repariere. Bremsbeläge brauchen wir. Refton Windrad. Stoßdämpfer B vorne rechts.
Stoßdämpfer, wo ist er denn? Stoßdämpfer, A, B, 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 vorne rechts einmal. Raften ist in der R, wie Raften, Raften, Windrad. Tausender, ach du Schande. Ah, wir kriegen ja die Kohle für den Auftrag, also das sollte nichts machen. Aufhängungsfeder brauchen wir. Zack. Brauchen wir noch was? Das Rad haben wir. Zwei Bremsbeläge brauchen wir noch, die haben wir vergessen jetzt. Einen Stoßdämpfer haben wir. Okay, wir brauchen dann noch Bremsbeläge. Gut, dann tun wir mal zusammenbauen. Also ich glaube, in echt würde man beide auf beiden Seiten die Bremsen erneuern. Schon in Anbetracht dessen, dass es das dann gleichmäßig ziehen wieder. Nicht, dass er dann der Wagen in irgendeine Richtung zieht. Wäre natürlich ein bisschen blöd beim Bremsen, wenn du auf die Bremsen steigst, noch einmal zieht er nach links oder rechts. Es kann, glaube ich, nicht viel. So, Bremserei ist okay. Dann müssen wir jetzt den auch noch aus. Ja, dann müssen wir das zuerst ausbauen. Ja klar, ist er damit verbunden, ist logisch, dass wir das irgendwie zuerst ausbauen müssen. Ah, Feder was. Feder haben wir eine neue. Können wir gleich wieder einbauen. Können wir den Stabi wieder reingeben. So, schauen wir mal, ob wir das reparieren können. Nein, können wir nicht. Das heißt, wir brauchen eine neue. Gelenkwelle links brauchen wir neue. Getriebe. Gelenkwelle links. Links, ja. Links war das. Ja, bitte die grüne einfach, nicht die rote. So, nach einer Riese sollten wir jetzt eigentlich fertig sein, weil ich glaube, wir haben alles. Schauen wir mal, ob es tatsächlich so ist. Nein. Ja. Öl haben wir nachgefüllt, Filter haben wir tauscht. Das kann jetzt natürlich noch der Benzinfilter im Argen sein, den haben wir uns glaube ich noch nicht angeschaut. Ja klar. 23%, der ist hinüber. Brauchen wir einen neuen. AB Benzinfilter. Zack, her damit. Ja, das sind oftmals die Kleinigkeiten, an denen es dann scheitert. Aber jetzt sollte man fertig sein, oder? Nach immer nicht. Okay. Aber ich glaube, die Bremsen haben da nichts. Ich schaue mir jetzt mal die Bremsen an. Die Bremsen sind gelb. Gelb ist noch okay. Solange es nicht rot ist, müssen wir es nicht tauschen. Die sind auch okay. Das ist wahrscheinlich irgendeine Winzigkeit, die wir vergessen haben. Zündkerzen haben wir uns doch angeschaut, oder?
Ja, die sind gelb. Gelb ist eigentlich noch okay. Da ist auch, ja, das haben wir auch repariert. Federung ist okay. Den Luftfilter haben wir doch schon repariert, oder? Batterie ist auch okay. Ja, es kann dann eigentlich nur mehr an der Kupplung liegen. Weil Öl haben wir genug drinnen. Ja. Der Filter ist auch tauscht. Die Bremsen haben wir uns gerade angeschaut. Es kann jetzt eigentlich wirklich nur mehr an dem liegen. Und ihr wisst, was das heißt. Die haben wir, die ist schon komplett angeschaut, die passt. Da ist nichts Rotes mehr, also nichts sichtbar Rotes. Merken, Beifahrerseite das grüne Rad. Das neue. Ich vertraue dem Spiel nicht. Wir könnten es auch mal umgekehrt anbauen und hoffen und mal prüfen, ob es funktioniert. So, dreh dich. Natürlich müssen wir das ausbauen. Den Starter. Und jetzt können wir das Getriebe rausnehmen. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Natürlich hat die Kupplung noch was. So, die kann man natürlich nicht reparieren und die werde ich auch nicht reparieren. Selbst wenn man könnte. Bremsscheibe aber nicht. Wir brauchen, ich finde es wahrscheinlich eh schon wieder nicht. Kupplungsausrücklager brauchen wir. Und die Druckplatte brauchen wir. Oder? Habe ich das falsche gekauft? Nein. Ja, ich habe das falsche gekauft. Warum sagt man das keiner von euch? Braucht die Schlupfscheibe. Und nicht das Dingsbums da oben. Ja, war eh schon richtig. Ich habe da nichts zum Verschenken. Getriebe rein. Und hoffen, dass es das war. Wenn wir da sind, müssen wir natürlich auch noch den Start einbauen. Ich mache es jetzt absichtlich verkehrt, weil ich wissen will, ob sie den Bug behoben haben, beziehungsweise ob sie es umgestellt haben, dass das Spiel an der Stelle einfach ja, also die Welle muss ich auch wieder einbauen. Mach die Welle, mach die Welle. Wie war das? Woher stammt das? Ich habe keine Ahnung. So, akzeptiert er das? Nein, er akzeptiert es nicht. Jetzt möchte ich wissen, ob es daran liegt, dass ich es einfach vertauscht habe. Weil dann müssen wir natürlich wieder wirklich aufpassen, wo wir was montieren. Oder ob man wirklich was vergessen hat. Ich glaube nämlich, dass es an dem liegt. Ist natürlich blöd, wenn man zwei Teile hat, die eigentlich das gleiche sind. Und wenn man die dann verkehrt montiert, dann sucht sich nachher, dann sucht sich ein Affen. Weil eigentlich denkst du, das passt eh alles. Seht's und jetzt ist richtig herum drauf und
Jetzt sagt er mal, oh ja, du, nein, das wollte ich nicht, ich will zuerst die Teile verkaufen. Teile verkaufen, ja, tschüss. Können wir noch aufsteigen, weil ich glaube, wir haben hier genug Kohle. Lehrbücher, was kann man lernen? Kaufmännische Weiterbildung, wurscht. Unternehmensführung, 10% mehr Einkommen pro Level, das ist immer super. Machen wir das nochmal, weil es immer so, weil's so super ist. Mehr Geld ist immer gut. Kaufmännische, weniger Zahlen für die Teile ist auch immer gut. Ja, so, das reicht. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir den Auftrag ab und schauen wir uns kurz den nächsten an. Zack, 10.000 Euro. Na, wir kriegen, glaube ich, mehr als 10.000. Was erwartet uns in der nächsten Folge? Reparaturauftrag Nummer 18. Repariere das Auto und mache eine Testfahrt. Ich habe im Schuppen meines Großvaters ein altes Auto gefunden. Bitte bringen Sie es wieder in Schuss, sodass ich es verkaufen kann. Ja, was diesem Auto fehlt, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sagt dann tschüss, bis zum nächsten Mal.